Was seht ihr? Also Haare sind das, die Blätter. Ein Gesicht? Ja, ein Gesicht. Die Haare sind das, die Blätter. Ja, die Nase ist wirklich einfach reich. Das mit dem Pinocchio. Kleeblatter. Das ist kein Kleeblatt. Ist das ein Kleeblatt? Nein, das ist kein. Schaut von Weitem so aus. So was nur ein kleines. Ja, es ist ähnlich wie ein Kleeblatt. Ja, ich finde das cool. Ich finde das ja irgendwie. Ich find, die Blätter sind cool. Ja, ich finde das schon aus wie eine Banane oder so. So eine Art. Das ist schon, oder? Mhm, irgendwie. Das ist eine Banane aufgeklebt. Und die Augen sind die Veronika, schon so aus. Veronika, pass lieber auf, da ist vorher Nacktschnecken. Die Augen leuchten so heraus, das ist so ja, wie Sonne. Was könnt ihr über diese fröhliche Baumwesen da noch sagen? Es ist vielleicht der Wächter des Waldes. Wächterin des Waldes? Okay, was noch? Also, sie schaut fröhlich aus. Mhm. Ich glaube, dir gefällt der Wald. Mhm, ich glaube, er ist zu Hause. Ja, der Baum halt. Okay, gut. Vielen Dank für die Führung. Das Baumbild von Marlene steht da. Genau, geht schon. Von mir. Das ist das Baumbild von Marlene. Okay, was seht ihr? Also, ein Baum. Ja, genau. Das könnte der Baum sein. Das ist der ist Stamm. Ja der Baum. Das sind die Blätter. Und da unten ist die Erde. Ja, weil es braun ist. Und da, bist du und da läuft der Ameise, Oma. Ja. Nicht beabsichtigt. Und ja, das ist halt der Baum auf einem Baum. Ein bisschen leer. Aber es ist ein Baum auf einem Baum. Ja, das ist super. Baum auf einem Baum. Also ein Baum auf einem Baum. Also ich denke, es ist und ja. Aber es ist also vielleicht hat es irgendetwas mit dem mit der Glückszahl 3 zu tun. Ja, oder so. Also, was drei Stöcke und drei ja, Blätter. Ja, das denke ich auch. Die geht auf den Weg. Ja, genau, Lukas, ja. Geht schon. Das ist das Herbstbild von Lukas. Okay, was seht ihr? Also es hat etwas mit dem Herbst zu tun, weil es sind vertrocknete Blätter, die schon runtergefallen sind. Aber dann gibt es eben noch die schönen neuen Blumen, die einen Frühling, also einen Frühling nennen. Und den Bambus. Also ich denke, dass das alles ein bisschen so zusammengehört. Ja, das ist halt irgendwas. Das hat damit irgendwas zu tun. Auf jeden Fall schaut es hübsch aus. Ja, interessant. Das Bild von Veronika, Nature Face. Okay, gut. Was seht ihr da? Viele Blumen. Viele verschiedene Blumen. Ja, Blumen. Ich denke, das ist so ein lustiges Gesicht. Ein schönes Blumen. Was Blumen liebt. Also das Gesicht irgendwie besteht nur aus Blumen, außer ja. Gras. Aber alles hat mit der Natur und so zu tun und mit einer schönen Blumenwiese oder so irgendwie. Ja. Ja. Ja, ich denke auch. Was hat denn dieses Wesen für Eigenschaften? Was glaubt ihr? Ist es nett? Ist es böse? Ich glaube, es ist ziemlich nett. Ja, ich glaube, es ist hilfsbereit. Irgendwie. Und es kann alles sehen. Mit den Riesenaugen. Die Riesenaugen, ja. Und das lacht. Und wenn eine Schlimmen kommen, dann kommt das Smiley runter. Okay, super. Okay. Das ist das namenlose Bild von Sarah. Was seht ihr da drauf? Was könnte das sein? Das sind Wege und da Wege. Ja, Wege. Die jetzt irgendwie. Ein verschönerter Weg mit Blumen oder so. Ja, das ist der Mittelpunkt. Ich sag, das ist der Mittelpunkt. Und das führt dorthin, weil das irgendwas ganz Besonderes ist. Ja. Und es ist alles rundherum Wald oder Wiese oder sowas. Und deswegen sind da überall genau, Blumen. Genau, ja. Mhm. Und dann sind es verschiedene Wege und da kommen sie dann alle zum Mittelpunkt. Ja. Vielen Dank.